Das war zu früh. Das ist jetzt aber geeignet. Zack. Uah. Alter, gut gezielt. Not bad. Huch. Ah, da ist ja noch einer. So. Mist, Hit abbekommen. Aber es? Gut. Nein! Ich hab meinen Krieger umgebracht. So ein Mist. So. Zack. Ist auf. So schnell wolltest du nicht gehen. Aber auch gut. Zack. Oh, da oben ist ein Herzchen. Mein Krieger lebt wieder, warum? Komm, schön Schwung holen, schön Schwung holen, schön Schwung holen. Und jetzt verhau ich's. Wetten? Ja. Ah, sag ich doch. Wir den Zauberer und drehen den Spaß mal. Dann klappen das mal eben drum. Yep. Ach, da ist so ein Stänkchen. Ha! Ah, ich glaube, ich mache da oben mal eben weiter. Komm schon, unten rum. Lass los. Oder? Das hält so. Cool. Prima. So, setzen wir uns hier mal so eine Kiste rein. Mist, auch noch daneben gesprungen. Wozu setze ich die denn da rein? So, hier kommt der Krieger dran. Das hier? Kann man es vielleicht auch aufmachen? Nein. Au! Hihihi, ausgewichen! Habt ihr gleich was runtergefallen? Nein? Oh, hier kann sie nicht gleichzeitig springen und schießen. Gucken. Naja, so bringt das nichts. Zack. Boah, ich bin so klug. So, Knöpfchen. Ah, jetzt geht es auf. Ah. Schlau. So, komme ich da jetzt wieder rüber? Na, hier ist sie. Autsch! Blöden Teile. Hier was. Zack. Autsch! Voll auf den Kopf gesprungen. Wow, das war knapp. Hier. Ach, Kisten zeichnen. So, hier, Kiste. Sachte, 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 sachte. Zu sachte. Fuck. Mann, hier kommen ja viele Gegner.
Okay, ich möchte nicht zerquetscht werden. Danke. Was tun wir hier lang? Komm schon. Jetzt kommt jetzt mal hier noch ein Skelett. Jupp. Daneben. Jupp. Treffer. Jupp. Treffer. Und noch ein. Nein. Scheiße. Darf man bei Let's Plays verlooten? Ich glaube ja. Und wenn nicht, mache ich es einfach. Bin ich halt der Erste. Wobei, da glaube ich einfach nicht dran. Was haben wir da? Hier, Krieger. Coole Geheimkammern. Finde ich super. Ich weiß nicht, ob man falsche Arme bekommt, deswegen passe ich mal lieber ein kleines bisschen auf. Haha, den dahinter als erstes abgeschossen. Das muss man auch erstmal schaffen. Aber das wird mir, glaube ich, zu gefährlich mit der. Da mähe ich mich doch lieber durch. Rah! Ihr Idioten! Ihr habt alle kein Hirn. Verrecke im Rad. Klappt nicht. Scheiße. Schade. Da oben ist bestimmt noch was. Zack. Nehme ich mal mit. Speicherpunkt. Schon wieder so ein Feuergedöns. Stups, stups. Vielleicht blockt das eins ab. Ja, prima. Zauber, Zauberer. Bitte, danke. Perfekt. Weiß mir gar nicht, wo lang man als erstes soll. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal zurück. In Hoffnung, dass ich noch irgendwas Schönes finde. Hier ist ein Speicherpunkt, den nehmen wir mal mit. Komm schon, stimmt. Ah. Ah. Haut schön schnell zu. Und nochmal zurück. Naja. Immerhin ein bisschen was. Skelette. Schon wieder. Immer noch. Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Ein Pilz. Der Pilz leuchtet. Ah. Ja. So, komm schon, komm schon. Es klappt nicht. So ein Mist. Dann zaubern wir eine Kiste hin. So wird's gehen. Geht auch. Locker. Die nächste höhere Stufe erreicht, um das Inventar. Das öffnet das Inventar und verteile Fähigpunkte mit I. Fähigkeitspunkte, Fähigpunkte. Genau. So, was haben wir denn hier? Der Zauberer kann eine Kiste in die Welt hineinzaubern, aber er kann die Größe der Kiste. Eine Kiste, nächste Stufe erlaubt es den Zauberer zwei gleichzeitig vorhandene Kisten zu zaubern. Super. Was kannst du? Die Diebe ist eine gute Bogenschütze und kann die Gegner schnell
So was zu machen und dann zwei Pfeile gleichzeitig. Das ist das Wichtige. Ich finde zwei Kisten cool. Ich glaube, das kann ich mal gebrauchen. Achso, ich kann überall eins reinsetzen. Oder? Nee. Dann bleiben wir bei zwei Kisten. Zwei Kisten sind bestimmt praktisch. Und ja, man kann unterschiedlich große Kisten machen. Das weiß ich schon durch den zweiten Teil. Ah, nicht kaputt gehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Schön weiterrollen, schön weiterrollen, schön weiterrollen. Danke. Mir schläft das Bein ein. Schwing, schwing, ja, ja, fuchtel mit deinem Schwert. Schwing und loslassen. Ah, scheiße. Jetzt mache ich das mit dem kaputt, bevor er mich noch lange anschwingt. So, gucken wir mal. Was kann man mal machen? Vielleicht gehe ich erstmal da hoch und guck's mir an. Das ist super. Ein bisschen vorsichtig. Zack. Gucken wir hier unten rein. Eine Truhe. Eine Truhe. Bin ich gespannt. Ring der Zaubersprüche gefunden. Und, der macht was? Sagt es mir das Inventar? Da. Erhöht die Energie des Trägers. Den möchte ich aber lieber auf den Zauberer haben. So. Headshot! 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 Na, reicht das? Nein. Ich muss den Zauberer holen. Komm schon, wipp mal ein bisschen. Sachte, 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 so lassen bitte. Schlagen die ineinander? Nein, passt. So, Diebe, einfach weil du schöner springst. Na, jetzt. Schnell, wieder Wind. Ah, ui. Haha, cool. Finde ich super. Ah, das Wasser ist auch sehr schön gemacht. Guckt euch das an. Ich könnte hier den ganzen Tag stehen, mir das Wasser anschauen. Das meine ich ernst. Mache ich jetzt. Beruhigend. Sehr beruhigend. Naja, ist ja auch egal. Aber vielleicht ist da noch was versteckt. Nein? Gut. Ich glaube, wir sind da. Was vor unseren Helden lag, war unbekannt. Sie hatten seit langer Zeit keine Menschenseele gesehen. Die Untoten hatten alles verwandelt. Sie waren vom Bösen umgeben. Aber unsere Helden mussten vorankommen. Sie waren auf der Suche nach dem Grab. Der Zauberer war sich sicher, dass es zu dem Gründer der Astralakademie gehörte, der einer der drei Hüter war. Wenn sie sein Grab finden könnten, würden sie vielleicht einen Zauberspruch finden, der sie von dem Trine befreien könnte. Jo, dann gehen wir mal los. Wo sind wir? Wir sind unter der Astralakademie. Niemand war in den letzten Jahrzehnten hier. Niemand, außer uns. Auf dem Weg anführen. Folgt mir! Ja, sowas. Was hier stimmt. Ja, Stacheln an der Wand, Stacheln an der Wand, Skelett von oben. Ob das eine gute Idee ist, ich lasse es lieber. Bevor ich irgendwo sterbe. Wollen wir alle nicht. Oder? Hahaha. Super. Dann bauen wir uns ein Türmchen. Ach komm. Ach komm, lass mich in Ruhe. Voll auf den Kopf gesprungen.
Man konnte die da oben draufstellen. Schön da bleiben, schön da bleiben. Braves Kistchen, braves Kistchen. Schön da bleiben. Perfekt. Perfekto. So. Sprungweg verkürzt. Easy MP. Der wurde schön von den Kerzen angestrahlt. Die schießen mit Giftpfeilen. Mami. Stipp. Guck, guck. So. Nein!